zusammen, ich bin Ignaz. Das war eine alte Ballade, die Mississippi John Hurt in den 20er Jahren bekannt gemacht hat. Es geht heute um das Thema Fingerpicking. An dem Thema Fingerpicking will ich meine Methode, Schülern Bluesgitarre zu lernen, etwas näher bringen. Diese Methode heißt Step by Step. Das heißt, ich gehe vom einfachsten zum schwierigsten. Von Step 1 bis Step X, je nach Thema. Step 1, was ist Fingerpicking? Da gibt es manche Missverständnisse. Im klassischen Sinn besteht Fingerpicking aus zwei voneinander getrennten Teilen, die ineinander fließen. Das erste ist ein Wechselbass, den ich exakt mit meinem Daumen spiele. Wechselbass heißt, ich habe zwei alternative Töne, die abwechseln. Ich habe eine kleine Melodie, zum Beispiel. Beides für sich ist sehr simpel, beides dann zusammengespielt ist etwas tricky. Step 2, für welchen Song entscheide ich mich, das habe ich schon vorhin gesagt, das ist diese alte Ballade. Stagger Lee, ganz viele Musiker haben die gespielt und ich halte mich etwas an die Version von Mississippi John Hurt aus dem Jahr 1928, glaube ich. So, jetzt kommen wir Step 3 zum Eingemachten. Welchen Bass haben wir und wie spielen wir den Bass? Ich habe das Stück in D-Dur, das heißt, ich brauche die Akkorde D-Dur, G-Dur, Gustav und A-Dur, Anton. Zum Bass. Für D-Dur habe ich meine leere E-Seite und meine leere D-Seite. Wobei ich meine tiefe E-Seite einen Ganzton nach unten stimme, quasi von E auf D. So. Das heißt, mein Bass für D-Dur ist folgender. Ganz wichtig, diesen Bass zupfe ich nur mit dem Daumen. Mein Bass für G-Dur, Gustav, den zweiten Akkord, ist der zweite Bund von der A-Seite. Das ist Bonito, mein Blueskater, der bringt mir ab und zu eine Seite. Ja, Bonito, wir spielen gleich. Also, das ist hier der zweite Bund auf der A-Seite und die leere D-Seite. Das ist also folgendes. Dann habe ich als dritten Akkord ein A-Dur und da ist mein Wechselbass, die leere A-Seite und der zweite Bund von Dora. Wenn ich diese Bässe zusammenspiele, ein bisschen kombiniere, klingt das also. Wenig Melodietöne und nur Melodietöne zunächst, die ich mit den Basstönen zusammenspiele. Ich konzentriere mich gedanklich auf meine Melodietöne. Mein Gehirn arbeitet aber daran, diesen Bass zu verselbstständigen. Und irgendwann spiele ich diesen Bass ohne nachzudenken. Das heißt, ich habe ihn automatisiert und er sitzt.
5. Jetzt tue ich weitere Einzeltöne in der Melodie hinzufügen. Das heißt, ich habe rein musikalisch betrachtet, sind diese Bassschläge sind Viertelnoten und nun nehme ich Achtelnoten als Melodietöne dazu. Um das ein bisschen schneller zu gestalten, mache ich nur eine Übung dazu. Und diese Melodie verbinde ich jetzt mit diesem Bass zunächst ganz langsam. Wenn wir diese 5 Punkte gemacht haben, dann kann ich schon mal sagen, hurra, weil das ist Fingerpicking. Jetzt gibt es eigentlich nur noch eines. Ich biete verschiedene Variationen an, das heißt, Möglichkeiten zu improvisieren, das Thema interessanter zu gestalten. Und am Schluss dieser Methodik gibt es verschiedene Blues-Songs, die ich alle mit diesem Fingerpicking spielen kann, in verschiedenen Tonarten. Und jetzt spiele ich einfach ein kleines bisschen drauf los, ohne mir zu denken, was es ist. Wechselbass, Melodie, beides zunächst getrennt und dann zusammen. Und so klingt dann Fingerpicking. Dankeschön und viel Spaß bei einem Workshop von mir. Ciao.